Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Cities Skylines. Und ja, es ist schon ein bisschen traurig, aber es ist die letzte Folge und eine Ära geht zu Ende. nein, alles gut. Und zwar, ja, ist das die letzte Folge und ich wollte einfach nur mal ein bisschen mit euch hier die Stadt anschauen und wo denn und wie sich das alles entwickelt hat. Wir haben hier auf jeden Fall einiges geschafft. Ich werde noch eben hier Stromverbindungen herstellen. So. Und ja, es war auf jeden Fall eine interessante Serie auf meinem Kanal. Es hat sehr, sehr, sehr viel Publikum auf meinem Kanal hergebracht. Man kann jetzt sagen, ich bin auf die Hype-Train aufgestiegen. Das bin ich auch ehrlich gesagt. Ich habe auf jeden Fall hier sehr viel Publikum durch dieses Spiel bekommen und für jeden Abonnenten, den ich zu durch City Skylines bekommen habe, möchte ich danken. Ich möchte jeden danken eigentlich. Ja, das einfach dieser Kanal so ist, wie er ist. Gut, das hört sich jetzt wieder so melancholisch an, aber alles gut. Aber wie gesagt, ich wollte heute nochmal ein bisschen durchschauen und wenn man sich jetzt nochmal die ersten Folgen von dieser Stadt hier anschaut, ja, von der Staffel 2, da sieht man auf jeden Fall das hier, ja, das war unser ursprünglicher Ort, mit dem wir angefangen haben, unsere Stadt zu wachsen zu lassen, ja, da hatten wir noch hier diese die gering besiedelten Wohngebiete, ja, das war schon krass. Und ja, dann hat sich das alles hier weiterentwickelt und wir haben die Landwirtschaft hier benutzt und jetzt mittlerweile, schaut euch das mal an, ja, durch dieses kleine Stück ist das geworden, ja, Westrucken, Unterrucken, Westheide, Ostheide, also das ist schon echt Hammer. Dann dieses fette Forstwirtschaftsding hier. Also das ist schon, wir haben einiges an Platz mitgenommen. Ja. Das ist schon echt Hammer. Und ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ist auf jeden Fall krass. Ja. Und eigentlich hätte ich jetzt auch gerne noch Oberrucken gebaut, aber na, ist leider nicht so. Kann ich leider nicht. Es ist einfach so, ja, ist okay. Und ein großes Projekt von dieser Map hier war dieser Damm. Ja, ich habe mich etliche Folgen mit diesem Damm auseinandergesetzt und habe zugesehen, wie er wächst und ich habe ihn sogar mehrmals auseinandergenommen und neu gebaut, ja, und das ganze Wasser war trotzdem da. Schon krass, schon krass. Und da musste ich sogar noch einen zweiten Damm bauen, damit das Wasser hier drin bleibt, was durch unsere Abwasserpumpen hier reingepumpt wird. Auf jeden Fall hat sich das, ist das ordentlich geworden hier. Ein schöner Staudamm, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Oh, schaut euch mal das Feuer an da hinten. Krass, dass man das bis hierhin sehen kann. Und mir ist auch gefallen, da ist noch gar keine Feuerwache. Wäre vielleicht ganz gut. Feuerwache. So. Ich glaube, ich habe Wasserprobleme, ne? Ja. Scheiße. Water Problems. Das ist natürlich nicht so schön. Na, Moment, da muss ich mich jetzt mal eben noch drüber kümmern, das ist wichtig. Das ist wichtig. So, muss ich natürlich auch noch Strom hinschicken. So. Wasser ist erstmal wieder da, jetzt brauche ich aber noch Abwasser. Klärungsanlage und die werde ich erstmal nicht hier dran blauen, weil sonst ist der Strom leider ein bisschen zu stark. Deswegen werde ich, glaube ich, erstmal äh
hier Sachen hinbauen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. So, Strom muss natürlich auch noch irgendwie da hinkommen. Aber da baue ich dann einfach hier wieder so eine schöne Anlage. Hier oben auf dem Berg. So. Und zack, schon produziert das Wasser. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ja. Und hoffen, dass hier nicht abnimmt. Die Wasserproduktion. Das können wir ganz einfach sehen, indem wir... Ja, 320 Megawatt, ey, das ist krass. Aber gut, jetzt sind die gerade auch auf Höchstlastbelastung, ne? Wird es wahrscheinlich auch wieder abnehmen. Naja, unsere Probleme sind leider auch in den letzten Folgen immer mehr geworden, ne? Wir haben hier Leute, die sich über die Lautstärke beschweren und dazu deswegen krank werden. Was natürlich auch nicht so schön ist. Aber naja, und ich hätte euch auch gerne jetzt meine Stadt aus Staffel 1 gezeigt. Aber leider, wie ihr wisst, die mein Projekt hier schon etwas länger verfolgen. Die wissen, ist doof gelaufen, kann man nichts machen. Es ist ein Fehler passiert, einen, den ich nicht gefixt bekommen habe, beziehungsweise auch nicht fixt bekomme. Was ich ein bisschen doof finde, aber damit muss ich leider leben. Schade drum. Aber naja. Ist nun mal so. Und ja, was gibt es denn nun noch zu erzählen? Ich habe immer noch zu viele Schulen für dieses Gebiet, was eigentlich nötig. Also zu viele Schulen auf so einem kleinen Gebiet kann ich immer noch nicht glauben, ja. Ich muss immer noch mehr bauen, was ich total dumm finde. Aber hey, manche Simulationssysteme, die kann man leider nicht so machen, wie man möchte. Die sind dann halt immer so komisch. So, wir brauchen auch noch eine Oberschule. Klar. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch alles schon mal bauen. So. Wir haben aber immer noch eine zu kleine Kapazität, was doof ist. Deshalb werde ich mal hier noch eine hinbauen. So, jetzt sollte es aber ungefähr... Ja, 1000 Schüler können wir doch annehmen. Dann ist Schluss. Und ich glaube, ich werde auch noch eine Universität hier hinbauen, ja. Ach, Mensch. Ach, Mensch, mach Mensch, Mensch, Mensch. Und dieser See hier, der einfach nur da ist, um Wasser pumpen zu können. Was überhaupt keinen Sinn macht. Aber das Wasser ist hier unendlich und das ist cool. Ich könnte jetzt auch noch mehr hier hinbauen, aber naja, mache ich mal nicht. Genauso wie hier ist das Wasser auch unendlich. Dieser schöne Wasserfall, der gefällt mir echt. Der hat echt Style. Also diese Map muss ich sagen, ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Eine richtig coole Idee. Also die hat es auf jeden Fall drauf. So, wohin wollen die denn Besitzer? Kehrt zum Güterzugbahnhof. Hä? Okay. Also ich muss auf jeden Fall sagen, das ist eine sehr, 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 sehr coole Map. Hat mich auch sehr gefreut, dieses Spiel hier spielen zu dürfen. Und ehrlich gesagt möchte ich diese Folge auch gar nicht 20 Minuten lang machen diesmal. Sondern weniger, es soll einfach nur ein bisschen zeigen, ja. Diese Stadt nochmal einen Abschied nehmen. Und ja, ich denke, ich werde diese Folge jetzt beenden. Und sage damit, ah, ich muss noch die Outlaws zeigen, Leute. Die Outlaws hier. Die jetzt auch noch ihre eigene Polizeistation bekommen. Weil hier ist leider zu viel... zu viel. Ja. Schaut euch diese Outlaws hier an. Ja.
wie sie in den Wäldern leben. Ist schon cool. Hat auf jeden Fall Style. Und, ja. Ich würde erstmal sagen, mit diesem schönen Ausblick hier über meine Stadt, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Projekt. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt City Skylines. Zwar nicht in dieser Staffel, auch nicht in so einer Serie, aber vielleicht bei einem Tutorial oder einer Mod-Vorstellung. Wer weiß. Die Welt ist noch offen. City Skylines bietet noch sehr, sehr viel. Bei einem nächsten DLC wird vielleicht eine Mini-Staffel kommen. Ja, Staffel 3 wird dann zwar nur 10 Folgen lang vielleicht, aber es wird auf jeden Fall kommen, wenn ein neues DLC oder großes Update kommt. Und naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut nächstes Mal wieder rein. Ich hoffe, mit diesem Projektende werden meine Abonnenten nicht weniger. Kann natürlich sein, aber ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Projekt. Und ich wünsche euch alles Gute. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.